Grüßt euch, hier ist Marcel von laufbursche.de, der Sportladen. Ich werde heute euch Folgendes zeigen. Nee, ich fange ein bisschen anders an. Ihr kennt die vielleicht, die Polar Vantage V3, und wir haben hier eine Phoenix 7X Pro Saphir Solar. Beide habe ich auch am Handgelenk, also hier die Phoenix und hier auch die Vantage V3, zwar nicht die, die hier drin ist, aber noch der Prototyp, der damals rausgekommen ist, den ich bei Polar habe. Und was haben diese Uhren hier gemeinsam? Außer, dass sie wundertolle, schöne Uhren sind. Nee, Spaß beiseite, also sie sind natürlich schöne Uhren, aber ich will euch ja heute etwas Spezielles zeigen. Vantage V3 kann EKG, Garmin Pro-Modelle können theoretisch auch EKG. Aber da gibt es einen kleinen Haken, und zwar in Deutschland noch nicht. Die Hardware ist da, die Software ist in der Theorie da, aber ihr könnt einfach verdammt nochmal die EKG-App nicht installieren. Und ich werde euch heute in diesem Video zeigen, wie das geht, dass ihr das jetzt auch schon in Deutschland nutzen könnt und nicht extra dafür in die USA reisen müsst. Wenn ihr nichts verpassen wollt bei der Vorstellung neuer Produkte, die gegebenenfalls schon noch nicht mal gerade zu kaufen sind, oder dem Vergleich verschiedener Produkten oder der Nutzung von Sportprodukten, auch von Schuhen, dann abonniert doch unseren Kanal oder ja, meinen Kanal. Da würden wir uns sehr freuen, und lasst doch vielleicht auch ein Like für dieses Video da. Da würdet ihr unserem kleinen Sportladen einen riesen Gefallen tun. Ansonsten ist es auch so, tut euch keinen Zwang an, nutzt unten die Kommentarfunktion und kommentiert. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an kontakt@laufbursche.de, wenn ihr eine Frage habt. Vielleicht auch gar nicht zu dem Video, sondern zu einem anderen Sportprodukt von Polar, Garmin etc. pp. Oder ihr braucht vielleicht ein Angebot auch zu der Uhr, dann schreibt mir gerne. Ich sage es nochmal, kontakt@laufbursche.de. Ansonsten habe ich wie immer, wie gewohnt, hier alles in Kapitel unterteilt. Die Kapitel findet ihr auch in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung findet ihr natürlich auch die wichtigen Links etc. pp. Und jetzt wollen wir mal starten, wie es eigentlich hier losgeht. Also, wie installiert man denn diese EKG-App? Vorweg ist etwas Kleines zu erwähnen. Die EKG-App funktioniert, bis auf eine kleine Ausnahme, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe, nur bei den Pro-Modellen von Garmin. Das ist jetzt sozusagen aktuell damit die Phoenix 7-Reihe mit dem Wörtchen Pro, egal ob es die S, ohne S oder die X ist, und bei den Epix Pro-Modellen, ob nun das jetzt nur die kleine, die mittlere oder die große ist. Es muss halt Pro drin sein. Das mit der Vantage spielt jetzt erstmal keine Rolle, die stelle ich zur Seite. Das ist aber auch jetzt nicht, wie ja viele denken, so ein kleines Software-Update etc. pp., sondern hier ist auch wirklich eine andere Hardware. Also eine Phoenix 7 ohne Pro hat halt eine andere Hardware als eine Phoenix 7 Pro. Bei der Epix ist das auch was anderes. Hinten der Sensor ist schon anders und ein paar andere Details sind auch komplett hardware-technisch komplett anders. Das will ich vorweg nochmal gesagt haben. Ich gucke nochmal darüber. Genau, und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Normalerweise ist es so, dass in den USA die EKG-App schon freigegeben ist für die ganzen Garmin-Geräte. Da müsst ihr Folgendes verstehen, da gibt es die FDA, also die, gesagt mal, das Gesundheitsministerium in den USA, die alles Mögliche freigeben, und gewohnt und standardmäßig geht das in den USA einfach alles ein bisschen schneller. Und da hat Garmin die Zulassung, und die ist in der EU bzw. in Deutschland einfach noch nicht da. Und Garmin möchte das halt anders haben als Polar, sondern die möchten eine richtige Zulassung haben, damit die dann auch entsprechende Infos geben können, wenn ihr diese EKG-App installieren könnt. Bei Polar im Vergleich ist es zum Beispiel so, um gleich mal einen kleinen Querverlink zu kommen, ihr könnt zwar hier das EKG aufnehmen, das ist ein EKG, aber ihr bekommt keinerlei Hinweise, lediglich den Graph. Und wenn ihr es interpretieren wollt, müsst ihr zum Arzt gehen. Das passiert hier bei Garmin schon etwas anders. Dazu aber später mehr. Was habe ich mir noch dazu gedacht? Achso, jetzt ist natürlich Folgendes. Ihr könnt ja jetzt in die USA fliegen und theoretisch dort das installieren. Praktisch muss das ja nicht sein. Und ich zeige euch heute mit einem klar kleinen Umwegen, wie das geht. Warum hat das so lange gedauert? Ich habe ja schon ein bisschen gespoilert, bei den YouTube Sport Shorts habt ihr schon gesehen, dass ich die EKG-App habe. Ich bin nicht in die USA geflogen, das heißt, ich kann euch auch damit schon beweisen, dass das funktioniert. Mich hat es ein bisschen ausgenockt bezüglich Corona, und hat es die ganze Zeit noch ein bisschen länger gezogen. Jetzt geht es mir einigermaßen wieder, okay, Sport geht noch nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber so ist das manchmal im Leben, da wollte ich auch auf hinweisen. Gesundheit ist halt so ein Thema, das habt ihr nur einmal im Leben, also geht damit sorgsam um, und das, da weiß man wieder, was ein bisschen wichtig ist im Leben, und toi toi toi, mir ging es ja noch recht gut. Und jetzt zeige ich euch, was ihr braucht und wie das geht. Jetzt kommen wir zu der Installation, aber vorher erkläre ich euch ganz kurz, was so die Idee ist. Also klar, wir reisen nicht in die USA, also ist es so, wir sagen unserem Smartphone und auch der
der Garmin-App sozusagen, dass wir gar nicht hier sind, sondern dass wir in den USA sind. Und das ist schon die Idee. Vorweg auch nochmal eine kleine Info. Ich habe es in den Kommentaren ja schon ein bisschen gelesen, beziehungsweise sind da nur wenig Kommentare. Ich kann und gehe hier nicht auf irgendwelche Klickfang-Dinger. Ihr habt gesehen, dass es bei mir funktioniert. Damit wollte ich hier schon vielleicht schon ein bisschen heiß machen und wollte es natürlich dann anschließend auch zeigen. Ich brauchte aber auch noch das Okay, was ich mir dann geholt habe. So, da bin ich ausgefallen und dann habe ich schon ein paar böse Kommentare gelesen, eine der wenigen, aber ihr sollt mal ein bisschen drüber nachdenken, was da so passiert. Ich habe da überhaupt nichts von, wenn ich hier irgendwie mit irgendwelche Klicks habe, weil ich verspiele das ganze Vertrauen zu euch hier und in meinem Laden kommt dann später irgendwann auch keiner mehr einkaufen, wenn ich hier irgendwie solchen Quatsch mache. Von daher würde ich mir immer natürlich wünschen, dass man, naja, ein bisschen drüber nachdenken, was man vorher so schreibt. Es sind nur einige wenige, aber vielleicht ist das auch nur ein Wunschdenken gegenwärtig, dass jeder da etwas von sich gibt. Aber es sind nur wenige und ich hoffe, es bleibt auch bei den wenigen. So, was braucht man natürlich? Ihr braucht auf jeden Fall eine Fenix 7 Pro oder eine Epix Pro. Ohne die wird es nicht funktionieren. Dann braucht ihr noch ein Smartphone. Ich habe da ein Android-Telefon genommen. Ich habe zwar selber ein iPhone. Ich kann auch jetzt sagen, dass es jetzt auf meinem iPhone auch läuft. Dazu brauchte ich mein iPhone dann später halt gar nicht mehr. Ich habe aber das mit dem Android gemacht, weil ich ein bisschen firm war, wie ich es mit dem Android mache. Und mit dem iPhone geht vielleicht. Keine Ahnung, ob es geht. Ich habe auf jeden Fall das mit dem Android-Telefon gehabt. Also, hardwaretechnisch braucht ihr also die Fenix Pro oder die Epix Pro und ein Android-Telefon. Wenn ihr ein Angebot braucht zu einer Fenix 7 Pro, ne, guckt da mal unten einen Link oder schreibt eine E-Mail an kontakt@laufbursche.de. Wir machen euch bestimmt ein tolles Angebot. Wenn ihr jetzt kein Android-Telefon dabei habt, es ist eigentlich Jacke wie Hose. Ihr werdet schon irgendjemanden kennen, der so ein Ding hat. Ihr müsst natürlich da ein paar Sachen drauf installieren, die nicht illegal sind, aber halt Freeware-Produkte sind, damit ihr kurzzeitig sozusagen die Idee umsetzen könnt. Und dann geht es auch schon los. So. Damit ich nicht durcheinander komme. In der Videobeschreibung mache ich das alles noch rein, was ihr braucht. Ihr braucht also einen Garmin-Account, so eine Garmin Connect-App. Das ist erstmal Pflicht. Dann braucht ihr Fake GPS Location Spoofer. Das ist eine Freeware, findet ihr in eurem Google Play Store, einfach runterzuladen. Dann braucht ihr Google Maps auf dem Telefon, das wäre ganz gut. Das braucht man ein bisschen zum Überprüfen, das ist auch eine Freeware. Und dann brauchen wir VPN Hide Me App, ist auch eine Freeware. Ich zeige euch das unten. Wir gehen das auch gleich jetzt hier Step by Step durch, damit das schön einfach ist, um für euch nachzuvollziehen. Und dann brauchen wir www.dein-ip-check.de. Liegt auch daran, dass wir einfach so ein bisschen überprüfen, ob das alles funktioniert, weil wenn es nicht ist, müsst ihr einen Step zurückgehen und das nochmal machen. Das kann ja schon mal vorkommen. Und dann brauchen wir noch den, also zweimal Browser, www.garmin.de bzw. garmin.com/de-de/, weil da müssen wir, fangen wir nämlich zuerst an und das zeige ich euch jetzt einfach mal direkt im Browser, weil da ist es so, dass wir erstmal ein paar Einstellungen in unserem Garmin-Konto vornehmen müssen und das nicht bei Garmin Connect. Und ich glaube, das ist das, was viele nicht wissen. So, jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze in dem Browser halt löst. Ihr geht auf garmin.com. Ich mache das für euch auch nochmal hier so direkt. Oder garmin.de, dann wird ihr automatisch auf .com/de-de/ geleitet. Ich spreche nicht von Garmin Connect. Ne? Ich spreche nicht von Garmin Connect. Und ihr habt hier oben eine Profilsache. Da geht ihr auf Profil. Und meldet euch an, das müssten eure Garmin Connect Daten sein und dann könnt ihr euch hier anmelden. Dann wird ein Sicherheitscode auch noch an eure E-Mail geschickt, den müsst ihr dann eingeben, den werde ich schnell auf der anderen Seite abrufen und dann gebt ihr diesen Sicherheitscode hier ein. Geht so und dann ist halt wichtig, ich habe ja das bei euren Kontodetails. Steht bei mir die Position schon United States ein. Da müssen wir jetzt hin und ich zeige euch, wie das geht. Und zwar, dann geht ihr unter Profil, Kontodetails und Bearbeiten. Das wäre dann sozusagen, wenn ihr zum Beispiel auf dem Account hier rausgekommen seid, Profil und dann hier auf Bearbeiten. Dann habt ihr hier euren Namen, Dingsbums, Dingsbums, alles Mögliche und stellt hier United States ein. Und dann speichert ihr die ganze Sache schon und das war's schon. Das ist wirklich wichtig, das müsst ihr machen und dann
loggt ihr euch entsprechend wieder aus. Nachher könnt ihr das bitte auch wieder auf Deutschland umstellen. Ist aber im Endeffekt erstmal scheißegal. Ich habe es auch nicht zurückgestellt. Ich habe bis jetzt noch keine Auswirkungen festgestellt. Zeige euch zwischendurch, blende ich dann immer so ein bisschen ein, wie das geht. Ansonsten, ihr seht, ich habe ja hier einen Zettel schreiben müssen und das ist doch eine ganze Ecke. Und bevor ich irgendwas vergesse und Quatsch erzähle, gucke ich mir das ordentlich an. Ich blende teilweise ein. Guck mal, hier habe ich sogar den Schuh weggeknallt. Was ist? Ich habe vorweg noch eine kleine Sache zu sagen. Ihr seht ja hier so ein Shirt liegen und das habe ich hier auch. Das verkaufe ich nicht oder irgendwie sowas, sondern mein Kumpel Ronny Gabel, Profi-Boxer mit 39 Jahren, jetzt abgetreten, hat seinen letzten Kampf gehabt. Da war ich letztes Wochenende noch gewesen. Also wann auch immer ihr das schaut, das war am 13. Januar gewesen, wenn ich jetzt mich nicht richtig... Ja, 13. Januar gewesen. Leider verloren den letzten Kampf in der großen Verti Music Hall. Das ist neben der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Also war schon richtig was los. Wir auch schön mit drauf hier vorne. Mich sehr stolz gemacht, dass wir hier vorne drauf sein dürfen. War ein toller Kampf, leider verloren. Aber kommt ja mal ein bisschen darauf an, wie man abdankt. Und das war sehr, sehr respektvoll seinem Gegner gegenüber. Sie haben sich vor dem letzten Gong in der 12. Runde beide umarmt. Und das hat schon richtig was. Also das war schon wirklich... High-End, richtig geile Show, richtig, richtig großer Respekt. Axel Schulz und Co., ein paar Größen waren halt auch da, die sich angeschaut haben. Sehr, sehr schöne Veranstaltung. Also, nur mal so nebenbei, unterstützt eure regionalen Sportler. Geht zu den Events, es ist immer was Tolles mit dabei. Und ich verlinke einfach mal, vielleicht gibt es da sonst so ein Shirt, vielleicht habt ihr Bock darauf. Da könnt ihr vielleicht das nochmal kaufen, falls überhaupt noch was davon da ist. Ich hatte Glück, ich war nämlich ganz zeitig, ich war der erste Besteller. Wir haben jetzt schon auf Garmin.com sozusagen unser Profil-Account auf USA umgestellt. Das ist der erste Schritt von ein paar Steps, die wir machen müssen. Wie gesagt, ich habe ein Android-Telefon benutzt. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Ob es mit einem iPhone klappt, weiß ich nicht. Am Ende des Tages ist das aber nicht wichtig, ob ihr wenn ihr ein iPhone habt, besorgt euch ein Android-Telefon, damit einfach einrichten. Danach geht es auf eurem iPhone in der Garmin Connect-App auch. Darauf wollte ich hinaus. Ich habe ein iPhone, habe es mit dem Android-Telefon gemacht und mein iPhone brauchte ich dazu sozusagen nicht. Jetzt habe ich die EKG-App auch auf meinem iPhone und das alles funktioniert einwandfrei. So, was brauchen wir alles? Android-Telefon. Und bevor ihr dann loslegt, braucht ihr ein paar Apps. Wir müssen eine Fake-GPS-App installieren. Wir müssen den Entwicklermodus im Android-Telefon starten und wir müssen auch eine VPN-Verbindung starten und wir müssen vielleicht nochmal bei Google Maps und dein IP-Check gucken, ob auch alles funktioniert. Und ihr braucht das Garmin Connect drauf. Und was ganz, ganz wichtig ist, wenn das jetzt nicht euer Telefon ist, was sowieso mit eurer Garmin gekoppelt ist, ihr müsst, sag mal, wenn ihr ein iPhone hattet wie ich, geht dort in den Ruhemodus rein oder eure Bluetooth-Verbindung gekappt. Und damit die Uhr euch nicht mehr mit dem Handy verbunden ist, koppelt dann bitte euer Android-Telefon und die Garmin Connect-App erstmal bitte mit eurer Uhr. Sonst funktioniert es nicht. Also Uhr mit dem Telefon, mit dem Android-Telefon koppeln, alles einrichten, dass die Garmin Connect-App läuft und das erstmal alles tutti frutti, dass wir erstmal den Step auf jeden Fall haben. So, jetzt geht's los. Also, Android-Telefon haken, Garmin Connect-App installiert, haken mit eurem Profil sozusagen drauf und das Android-Telefon muss mit eurer Uhr gekoppelt sein, haken und wenn das nicht ist, klappt es nicht. So, dann installieren wir die App über den Google Play Store, die App Fake GPS Location Spoofer. Ist eine Freeware, kann sein, dass eine andere funktioniert. Die habe ich genommen, hat geklappt. Die runterladen, die installieren und dann prüft ihr mal bitte euren aktuellen Standort, ob es funktioniert, ob ihr euch erstmal findet. So, App nicht schließen, brauchen wir gleich mal wieder. Dann müssen wir den Entwicklermodus in eurem Android-Telefon erstmal starten. Dazu geht ihr in eure Einstellungen. Bei mir war das auf dem Samsung Android-Telefon so gewesen. Also da kann also ein bisschen variieren. Wenn, dann müsst ihr mal ein bisschen googeln, wo ihr das findet. Dann auf Telefoninfo, dann auf Softwareinformation und dann auf Bildnummer. Die klickt ihr 7 bis 9 Mal an und dann ist der Entwicklungsmodus geöffnet. Das seht ihr dann auch. Es zeigt euch an, falls euch wundert, es sind so viele kleine Steps zu beachten. Ich musste mir einen Zettel schreiben. So, dann geht ihr, sind die jetzt verfügbar, dann geht ihr auf die Entwickleroption und sucht dort den Überbegriff Standort. War bei mir relativ weit unten und dann App für simulierte Standorte auswählen und dann Fake GPS auswählen und dann seid ihr erstmal dabei, dass dort der Entwicklermodus geändert ist. Dann könnt ihr jetzt Google Maps mal öffnen und gucken, wenn ihr Google Maps nicht habt, bitte mal installieren.
Ist ja auch eine Freeware. Dann guckt ihr, ob euer aktueller Standort funktioniert, ob ihr jetzt auch genau da seid, wo er seid. Dann ist es so, dann öffnen wir bitte Fake GPS, was wir gerade installiert haben. Und dort zoomen wir jetzt bitte auf USA. In dem meinem Fall, ich habe einfach New York genommen, weil das meiner Meinung nach jeder kennt, irgendeine Straße dort. Und habe das eingestellt. Dann können wir mal ganz kurz bei Google Maps gucken, ob das funktioniert hat. Das könnte funktioniert haben. Gucken wir aber später noch ein bisschen nach. Dann braucht ihr die App VPN Hide Me App. Die müsst ihr bitte runterladen und installieren. Dann geht ihr auf Get Your Free Plan. Da kann die Werbung aufgehen. Bezüglich Bezahlen könnt ihr wegklicken, brauchen wir ja nicht. Dann geht ihr auf Location klicken und wählt bitte United States Free aus. Connect drin, dann kommt die Verbindungsanfrage, diese bestätigen. Verbindung sollte grün sein und funktionieren und dann Symbol in Schnellmenü verfügbar. Habe ich mir jedenfalls so aufgeschrieben. Dann bin ich aber extra nochmal im Browser auf www.dein-ip-check.de. Ich bekomme übrigens keine Werbung für die Sachen, die ich gerade aufsehe. Ich habe auch irgendwelche keine Links oder Affiliate-Links zu denen, sondern ihr könnt von mir aus frei wählen, was ihr da wollt. Ich sage ja bloß, wie ich es gemacht habe. Dann einfach nochmal einen Standort prüfen. Dann haben wir Gott sei Dank dort jetzt USA. Perfekt. Dann würde es der Step mit dem Garmin-Konto kommen. Den haben wir aber schon vorweg gemacht. Das Garmin Connect App auf eurem Smartphone. Geht auf die drei Punkte. Auf die Garmin-Geräte. Dann die Pro-Variante öffnen. Wenn es jetzt nicht funktioniert, ist eventuell eure Uhr nicht mit eurem Android-Telefon gekoppelt. Von daher sage ich es einfach euch nur nochmal. Oder die VPN Hide Me App funktioniert mir und ihr müsst dann nochmal gucken, ob die VPN-Verbindung aktiv ist. So, dann geht ihr auf eure Pro. Bei mir ist die Phoenix 7X Pro gewesen. Dann geht ihr auf Einrichtung abschließen und auf einmal könnt ihr die EKG-App einrichten. Und dann macht ihr einfach das, was euer Smartphone euch dann zeigt. Und dann macht ihr das einfach. Und ich empfehle euch jetzt, wenn ihr das dann fertig habt, dann werdet ihr mal die VPN-Verbindung deaktivieren. Ihr könnt auch diese ganzen Sachen runterschmeißen. Die braucht ihr sehr wahrscheinlich dann nicht mehr. Und dann geht ihr bitte auf euer Garmin Connect-Konto und könnt wieder von USA auf Deutschland stellen. Ich habe es bis dato nicht gemacht. Und bei mir klappt immer noch alles. Ich habe es einfach vergessen. Ist mir nämlich beim Video machen so ein bisschen aufgefallen. So, und jetzt ist es auch egal, wenn ihr jetzt sozusagen die Uhr entkoppelt und ihr habt das ein Android-Telefon, wie ich, einfach nur so genutzt und geht auf euer iPhone dann einfach mal die App nochmal neu starten und dann ist tipp tutti frutti und komischerweise funktioniert es auch. So, nächstes Step zeige ich euch, wie man die EKG-App einfach benutzt. In eurem Garmin Connect-Konto geht ihr einfach dann eher auf eure Uhr und guckt, welche Uhr ihr habt. Ja, in diesem Fall hier habe ich eine Phoenix 7X Pro Saphir Solar. Dort klickt ihr halt ein. Dort steht dann Einrichtung abschließen noch, muss halt gemacht werden. Klickt halt drauf und dann könnt ihr die EKG-App einrichten. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, hier mal so einen Cut zu machen und ich werde euch das nicht so vorquatschen und so zeigen, sondern ich werde mal ein Standbild machen und dann lässt sich das etwas einfacher erklären. Also, wenn ihr die EKG-App einrichtet, müsst ihr euch eine Weile oder schon eine Zeit mit eurem Handy beschäftigen. Ich zeige euch eine Menge an. Und ich werde euch das jetzt mal hier in Ruhe auch vorlesen und gegebenenfalls eine Erklärung dazu machen. Erstmal kommt eine Erklärung EKG am Handgelenk. Die EKG-App nutzt Sensoren der Garmin Smartwatch, um die elektrischen Signale aufzuzeichnen, die den Herzschlag steuern. Die Aufzeichnung wird analysiert, um Anzeichen eines unregelmäßigen Herzrhythmus zu erkennen, der als Vorhofflimmern bezeichnet wird. Nachdem Sie die EKG-App in Garmin Connect eingerichtet haben, können Sie eine EKG-Aufzeichnung direkt über die Smartwatch durchführen. Das klicken wir dann weiter, dann sind wir sozusagen bei diesen ersten Schritten dann durch. Und dann ist es so, dass ein Standortzugriff erforderlich ist, nämlich die EKG-App ist nicht in allen Regionen verfügbar und zum Bestätigen der Verfügbarkeit muss zunächst Ihr Standort überprüft werden. Das ist der Grund, warum wir das vorher noch alles so gemacht wird. Also Zugriff müsst ihr also auf den Standort erlauben und deswegen haben wir auch diesen ganzen Aufwand gemacht, weil es halt so ist, dass nicht an jedem Standort die EKG-App verfügbar ist. So, dann müsst ihr das natürlich beim Nutzen der App zulassen. Dann kommt noch eine Verifizierung des Geburtsdatums. Da müsst ihr die EKG-App
ist nur für die Verwendung durch Personen ab 22 Jahren vorgesehen. Bitte geben Sie Ihr Geburtsdatum ein, um zu bestätigen, dass Sie zur Verwendung berechtigt sind. Finde ich etwas komisch, weil eigentlich ja die Daten in Garmin schon vorhanden sein sollten, aber vielleicht hat da ein Entwickler nicht aufgepasst. Oder es gibt einen ganz anderen Grund und eventuell weiß der eine oder andere den dann. Bitte nutzt doch einfach mal die Kommentare. Dann könnt ihr uns erhellen und euch mit unserem Wissen dann machen. Dann habe ich mein Geburtsdatum natürlich angegeben und habe das auch hier so ein bisschen zensiert, weil das sollt ihr jetzt ja nicht sehen, dass ich schon fast 40 bin. Jetzt sind wir beim zusätzlichen Schutz des Kontos. Zum Anzeigen von EKG-Aufzeichnungen in Garmin Connect müssen Sie für das Garmin-Konto eine dauerhafte Methode für die zweistufige Zertifizierung einrichten. Mit der zweistufigen Zertifizierung werden alle Daten im Garmin-Konto zusätzlich geschützt. Nach der Einrichtung werden Sie jedes Mal, wenn Sie sich bei Garmin.com oder einer unserer Apps und Websites anmelden, zur Eingabe des Kennworts und anschließend zu einer Sicherheitscodes aufgefordert, den Sie per E-Mail oder SMS erhalten. Zustellungseinstellungen für die Verifizierungsmethode können später bearbeitet werden, jedoch kann die Verifizierungsmethode selbst nicht mehr aus dem Konto gelöscht werden. Das haben wir natürlich akzeptiert. Dann bekommt ihr dann auch mit der Zeit dann, ich habe es via E-Mail gemacht, dann einen Code, den gibt man dann halt ein und dann ist man an der Stelle auch fertig. Und da ist halt einfach noch dazu zu sagen, dass ich das eigentlich ganz gut finde, weil wir sprechen hier wirklich von personenbezogene Gesundheitsdaten, da muss er schon aufpassen, wo die hinkommen und daher finde ich das ganz gut. So, wir sind jetzt bei dem Part, wie es funktioniert. Also die EKG-App nutzt Sensoren der Garmin Smartwatch, um die elektrischen Signale aufzuzeichnen, die den Herzschlag steuern. Diese Aufzeichnung wird als Elektrokardiogramm, also EKG, bezeichnet. Die EKG-App analysiert die Aufzeichnung, um die Herzfrequenz zu ermitteln und Anzeichen eines unregelmäßigen Herzrhythmus zu erkennen, der als Vorhofflimmern bezeichnet wird. Das Vorhofflimmern ist ein Herzrhythmus, der dazu führt, dass der Vorhof und Kammern in unterschiedlicher Geschwindigkeit arbeiten. So, das wird uns also hier so auch schön angezeigt. Und in diesem Tutorial werden die Ergebnisse, Leute, die bei der Verwendung der EKG-App eventuell angezeigt werden. Außerdem erhalten Sie Informationen zum Durchführung Ihrer ersten EKG-Aufzeichnung. Ein Sinusrhythmus bezeichnet, dass der Herzschlag offenbar normal ist. Er zeigt an, dass die vier Hohlräume des Herzens, Vorhof und Herzkammer, jeweils rechts und links gleichmäßig schlagen. Hinweis: Wenn das EKG einen Sinusrhythmus zeigt, gilt dieses Ergebnis nur für die entsprechende Aufzeichnung. Es bedeutet nicht, dass das Herz immer normal schlägt. Informieren Sie Ihren Arzt, falls Sie mögliche Veränderungen Ihrer Gesundheitszustands bemerken. Das ist jetzt Vor- und Nachteil zugleich. Das heißt nicht, dass alles in Ordnung ist, aber wenn es euch mal nicht so gut geht, könnt ihr das aufnehmen und das mal eurem Arzt zeigen. Und wie oft ist man beim Arzt und es ist alles in Ordnung. Also das ist der Hintergrund, warum man das gut nutzen kann. So, Vorhofflimmern. Ein Vorhofflimmern bedeutet, dass der Herzschlag offenbar unregelmäßig ist. Das Vorhofflimmern ist ein unregelmäßiger Herzrhythmus, der dazu führt, dass Vorhof und Kammer in unterschiedlicher Geschwindigkeit arbeiten. Sie sollten mit Ihrem Arzt sprechen, falls ein Vorhofflimmern erkannt wird. Ist ein Vorhofflimmern ernst zu nehmen? Wenn das Vorhofflimmern nicht behandelt wird, kann dieses schwere gesundheitliche Folgen haben. Der unregelmäßige Herzrhythmus verursacht einen unzureichenden Blutfluss im Herzen, was zu einem Schlaganfall, Herzmuskelschwäche und oder anderen Gesundheitsproblemen führen kann. Vorhofflimmern kann vorübergehend oder anhaltend sein, lässt sich aber von einem Arzt mit Medikamenten behandeln. Viele Menschen mit Vorhofflimmern führen ein gesundes Leben. Symptome bei Vorhofflimmern. Manche Menschen mit Vorhofflimmern haben keine Symptome. Andere leiden unter ein oder mehreren dieser Symptome: schneller Herzschlag, Herzklopfen, Herzflattern, Herzstolpern, Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Engegefühl oder Schmerz in der Brust, Ohnmacht und Schwindel. Herzfrequenz zu hoch oder zu niedrig. Wenn Ihre Herzfrequenz über 120 Schläge pro Minute BPM, also Beats per Minute, oder unter 50 BPM liegt, kann die EKG-App keine Prüfung auf Vorhofflimmern durchführen. In diesen Fällen ist das Ergebnis nicht eindeutig und die Herzrhythmus wird nicht klassifiziert. Falls Sie dieses Ergebnis wiederholt erhalten oder sich nicht wohlfühlen, sollten Sie mit dem Arzt sprechen. Das ist natürlich für Menschen, die natürlich extrem niedrigen Ruhepuls haben, so eine Sache. Also das müsst ihr für euch mal rausfinden. Eine Herzfrequenz unter 50 Beats per Minute kann auf die Einnahme einiger Medikamente oder auf bestimmte Herzerkrankungen zurückzuführen sein. Auch Menschen mit einem hohen Fitnesslevel können eine Herzfrequenz unter 50 BPM haben. Das habe ich ja gerade gemeint. Es kann also wirklich wenig sein. Eine Herzfrequenz über 120 BPM tritt gewöhnlich während des Sports auf, sowie für eine kurze Zeit nach dem Sport. Sie kann auf eine hohe Stressbelastung, eine Infektion, Dehydrierung, also Flüssigkeitsmangel, Alkoholkonsum
und bestimmte Herzerkrankungen einschließlich Vorflimmern zurückzuführen sein. Wenn das Ergebnis nicht eindeutig ist, konnte der Herzrhythmus nicht qualifiziert werden. Dies kann mehrere Gründe haben. Beispielsweise haben Sie sich während der EKG-Aufzeichnung zu viel bewegt oder der Hautkontakt war nicht ausreichend. Legen Sie beide Arme und Handgelenke auf einen Tisch. Stellen Sie zudem sicher, dass die Garmin Smartwatch eng am Handgelenk anliegt. Falls Sie dieses Ergebnis wiederholt erhalten oder sich nicht wohlfühlen, sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen. Die folgenden Schritte helfen Ihnen dabei, die Aufzeichnung zu verbessern. Also, legen Sie den Arm und das Handgelenk auf einem Tisch und bewegen Sie sich während der Aufzeichnung möglichst nicht. Ja, schön einfach. Stellen Sie sicher, dass diese Garmin Smartwatch eng am Handgelenk anliegt und die Rückseite der Smartwatch muss an Ihren Arm berühren. Legen Sie nur zwei Finger an den Metallring an der Außenseite des Displays und lassen Sie sich während der gesamten Aufzeichnung dort. Stellen Sie sicher, dass Sie die Smartwatch an dem Handgelenk tragen und dass Sie bei der Einrichtung ausgewählt haben. Stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr Handgelenk als auch die Garmin Smartwatch sauber und trocken sind. Halten Sie sich von anderen elektronischen Geräten fern, um Störungen zu vermeiden. Andere Faktoren zu einem nicht eindeutigen Ergebnis führen können. Eine Herzfrequenz zwischen 100 und 120 BPM, wobei der Rhythmus nicht auf Vorhofflimmern hindeutet. Dann ist es noch so, dass ein Herzschrittmacher oder ein anderer implantierter kardiowerter Defibrillator kann ein Problem sein. Andere Herzerkrankungen, wie die EKG nicht kennen kann. Und das elektrische Signal bei der Aufzählung war unzureichend. Wissenswertes. Die EKG-App kann nur Ihren Herzrhythmus auf Vorhofflimmern prüfen und die Herzfrequenz anzeigen. Die Ergebnisse der EKG-App stellen keine Diagnose dar. Ändern Sie Ihre Medikation oder Ihre Behandlung nicht, ohne mit Ihrem Arzt zu sprechen. Verwenden Sie die EKG-App nicht, wenn Sie unter einen bekannten Arrhythmie, abgesehen von Vorhofflimmern, leiden. Jetzt gibt es ein paar Punkte, die man beachten muss. Also beachten Sie, dass die EKG-App, also was sie nicht kann, keine Herzinfarkte erkennen kann. Rufen Sie sofort den Rettungsdienst, wenn Sie glauben, Symptome eines Herzinfarktes zu haben. Sie kann keine Blutgerinnsel oder Schlaganfälle erkennen, keine anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkennen kann, darunter Bluthochdruck, Herzmuskelschwäche, hohe Cholesterinspiegel und andere Herzrhythmusstörungen. Falls Sie sich nicht wohlfühlen, sollten Sie zu einem Arzt gehen. Erstmalige Verwendung. Zum Abschließen des Tutorials müssen Sie die erste EKG-Aufzeichnung durchführen. Tippen Sie unten auf die Schaltfläche, um die EKG-App auf der Garmin Smartwatch zu starten. Und jetzt geht es endlich los. Erste EKG-Aufzeichnung durchführen. Die EKG-App sollte jetzt auf der Smartwatch aktiviert sein. Gehen Sie für die erste Aufzeichnung folgendermaßen vor. Tragen Sie die Smartwatch so, dass sie oberhalb des Handgelenksknochens eng am Handgelenk anliegt. Legen Sie den Arm und das Handgelenk auf einen Tisch. Legen Sie den Daumen und den Zeigefinger an den Metallring an der Außenseite des Displays und lassen Sie während der gesamten 30 Sekunden Aufzeichnung dort. Ich habe mir jetzt die Uhr sozusagen damals genommen und da ist noch der Text: Sicherstellen, dass die Uhr dicht am eingerichteten Handgelenk ausgewählt ist, bei mir also aktuell auch links. Und dann ist es so, dass man halt sozusagen das dann oben bestätigen muss. Und dann geht es auch los, bequem hinsetzen, Arm und Handgelenk auf Tisch legen und ruhig verhalten, so wie das die App uns vorher auch angezeigt wird. Und dann Daumen und Zeigefinger an Metallring an Außenseite des Display-Designs legen, um Aufzeichnung zu starten. Also wie ihr seht, muss halt alles ordentlich hingemacht werden und dann kann es auch losgehen und dann wird das Signal gesucht. Signal wird erfasst und dann geht es auch schon los. Und die EKG-App kann extra nochmal keinen Herzinfarkt erkennen, steht da drauf, sondern keinen, das K-Punkt finde ich schlecht abgekürzt, keinen Herzinfarkt erkennen. Dann dauert das Ganze 30 Sekunden und ihr seht auch nebenbei die Herzfrequenz und sozusagen dieses Einkanal-EKG, was dann so durchläuft. Und wenn dann die 30 Sekunden fertig sind, dann ist sozusagen das Ganze abgeschlossen. Und mal schauen, was uns das gleich anzeigt. Diese EKG-Aufzeichnung weist keine Anzeichen von Vorhofflimmern auf. Die EKG-App kann keine Herzinfarkte erkennen. Falls es vermutest, dass du einen medizinischen Notfall hast, setz dich mit Rettungsdiensten in Verbindung. Das hat bei mir die Uhr angezeigt. Und dann gehen wir das jetzt einfach nochmal ordentlich durch und ich mache einfach für euch nochmal eine EKG-App. EKG-Aufzeichnung und guckt dann, wie es in der App aussieht. Und jetzt sind wir fertig mit Einrichten. Wenn ihr das Einkanal-EKG erschaltet, dann macht ihr das einfach über die Taste rechts, wo ihr sozusagen in eure Sporteinheiten kommt. Und da ist unter anderem auch dann die EKG-App drin. Dann legen wir das auf. Wir müssten eigentlich theoretisch ruhig sitzen, das mache ich jetzt nicht. Und bequem hinsetzen. Und dann müssen wir jetzt hier
das beides so anlegen und dann wird das Signal erkannt und dann legt das los und ihr seht halt hier, wie die Herzfrequenz und die Herzfrequenz gleich angezeigt wird und die Sekunden oben runterziehen. Das EKG läuft durch, so, und hier sehen wir schon, EKG-App kann keinen Herzinfarkt erkennen. Ich kann jetzt leider die Kamera nicht ran, so, jetzt sehen wir es gut, ranzoomen, weil ich meine Hand ja da dran habe. Wir schauen uns das dann auch gleich im Vergleich zu der Polar Vantage V3 nicht erschrecken. Das AMOLED-Display stellt das natürlich schon ein bisschen sexier dar. Aber dafür gibt es auch die EPX Pro. Und so sind wir fertig. Wir werden natürlich jetzt eine kleine Auswertung kriegen. Genau, hier 91 BPM, also Beats per Minute Herzfrequenz. Und die Irrchen, ich weiß, keine Anzeichen Vorhofflimmer mehr auf. Hier geht es dann nochmal um Herzinfarkte und Co., wie wir schon in der langen Version haben. Geht es halt nicht. Und dann schauen wir uns das auch gleich mal an, wie das dann bei Garmin Connect aussieht und wie ihr das PDF eures Vertrauens, PDF für einen Arzt eures Vertrauens sozusagen dazu ihm bekommt. So, ich habe hier die Vantage V3 für euch. Ich mache hier mal einen Kanal-EKG im Stehen. Ich muss halt hier einfach den Finger auf die rote Taste legen, den linken. Und dann, sobald das Signal halt da ist, dann geht es los. Normalerweise sollte man sitzen. Jetzt sehen wir auch schon den ersten Unterschied. Durch das AMOLED-Display der Vantage V3 sieht das natürlich richtig sexy aus, im Gegensatz zu der Phoenix 7 Pro. Aber bitte beachtet, auch eine EPX Pro mit einem wirklich guten AMOLED-Display zeigt euch das genauso schön aus. Hier sehen wir schon einen Unterschied, dass wir halt keine Herzfrequenz zwischendurch angezeigt bekommen. Das ist bei der Garmin so. Und ihr kriegt auch sozusagen den Hinweis, dass die Garmin keinen Herzinfarkt erkennen kann, kriegt aber jetzt gleich bei der Garmin, wie es bei mir vorher war, einen Hinweis, dass kein Vorhofflimmern vorliegt. Aber das seht ihr hier nicht. Ne? Wir bekommen jetzt hier sozusagen keinen kleinen Hinweis, sondern wir kriegen hier eine Auswertung bezüglich Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität und Schlag-zu-Schlag-Intensität. Und dann war es das auch schon. Und dann schauen wir uns an, wie wir das über die Polar Flow App zu dem Arzt eures Vertrauens bekommt, damit ihr das auch nutzen könnt. Also wenn ihr die Garmin Connect App dann für eure Garmin Uhr dann öffnet, dann findet ihr unter den drei Punkten, ich mache es mal so schön, klack, seht ihr dann unter den Gesundheitsstatistiken, seht ihr dann hier auch, meine Fresse, irgendwie finde ich es nicht so schön vom Zoom her, aber ist auch egal, gibt es dann hier EKG. Und dann seht ihr dieses schöne, die Auflistung, die wir dann haben. Oh, eine super Bewertung. Ich wollte eigentlich mal auf Flugmodus gehen, aber habe ich natürlich dann wie immer mal wieder vergessen. Und dann seht ihr das EKG, was aufgezeichnet worden ist. Und dieses könnt ihr natürlich dann ganz entspannt über die drei Punkte dort sozusagen als PDF herunterladen. Ihr macht das dann und dann könnt ihr dieses einfach ganz entspannt. Also so sieht es dann aus. Ich hole es mal ein bisschen ran, damit ihr mal einen Eindruck davon habt. Und dann könnt ihr dieses ganz normal hier unten einfach teilen. Wenn ich darauf klicke, würdet ihr meine ganzen WhatsApp-Kontakte etc. pp. sehen. Das wollte ich jetzt mal meinen Kollegen und Freunden ersparen, dass sie dann wissen, wer hier wer ist. Aber ihr klickt drauf, ihr könnt es sogar per WhatsApp versenden und habt ihr das Ding dann ganz cool da. Und ich verschicke das mal eine Nummer und zeige euch mal, wie das bei WhatsApp aussieht. So, dann habt ihr das hier ganz entspannt per WhatsApp bekommen. Und dann klickt man das halt an und dann habt ihr das halt wieder da. Und ich meine, das ist schon mega cool. Ihr wisst ja, ob ihr das in eine E-Mail packt etc. pp. Dann seht ihr das so. Am Rechner könnt ihr das dann auch machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das jetzt einfach mal gespart, weil ihr seht das auf der Garmin Connect App eigentlich ein bisschen cooler. Ich habe das sofort halt da. Ob man dann noch an den Rechner geht oder nicht, ihr werdet das auf dem Rechner dann auch schon finden. Ihr habt jetzt gesehen, wie ihr die EKG-App von Garmin aktiviert, damit ihr die auch in Deutschland bzw. Europa nutzen könnt. Das heißt, das ist, denke ich, meine Wurscht, wo ihr seid. Egal, ob ihr ein iPhone habt oder nicht. Dann habe ich euch nochmal gezeigt, wie das Polar Vantage V3 aussieht, also das EKG, und wie das hier auf meiner Phoenix 7 Pro aussieht. Bevor ich jetzt zum kleinen Fazit komme, wenn ihr weiter so Bock auf so eine schönen Videos habt und unseren Sportlern unterstützen wollt, dann folgt uns doch diesem Kanal. Dann könnt ihr solche Lifehacks, sag ich mal, oder Technik-Hacks verpasst halt nicht. Ich habe auch viel anderes auf Tasche. Ansonsten kriegen wir auch mal ziemlich gut sehr, sehr neue die Produkte vor der Ausführung, vor der Veröffentlichung, können diese testen und stellen dann halt euch erstmal so eine kleine Vorstellung ins Netz. Das werden wir hoffentlich in nächster Zeit, wird ein bisschen zunehmen. Ansonsten, wie schon gesagt, folgt diesem Kanal. Jetzt ein kleines Fazit von mir. Also man fragt sich vielleicht, wozu man sowas benötigt. Erstmal, es ist ein nettes Spielzeug nebenbei. Ihr lernt ein bisschen was über euch selber. Das Problem ist aber, das ist so ein bisschen das Problem. Ihr habt einen Einkanal-EKG, egal ob der jetzt bei der Polar Vantage V3, die ich hier in der Hand habe, oder hier wie meiner Phoenix 7X Pro Solar mit Saphirglas. Ihr bekommt halt keine wirkliche Auswertung, beziehungsweise Polar sagt gar nichts. Hier seht ihr Vorhofflimmern, ja, nein, Herzinfarkte können beide nicht erkennen, etc. pp. Das funktioniert halt einfach nicht. Liegt darin begründet, das ist ein Einkanal-EKG. Wenn ihr ins Krankenhaus geht, kriegt ihr ein 10-Kanal-EKG. Dennoch wollen viele Sport- und Hausärzte
dass ihr sowas macht und dass ihr zwischenzeitlich euren Kollegen bzw. Freunden oder die da medizinisch richtig Fachwissen haben, dass ihr das schicken könnt. Die können da eine Menge draus lesen. Und vor allen Dingen, wie oft ist es so, ihr geht zum Arzt und sagt, ich habe da so Probleme, ich fühlt sich komisch an. Ihr seid beim Arzt, ihr kriegt ein Langzeit-EKG, müsst so einen Scheiß rumschleppen und es ist halt gar nichts passiert. Das sind Sachen, die könnt ihr dann sozusagen, euch geht es nicht gut, ihr merkt irgendwas, das könnt ihr sozusagen sogar per WhatsApp direkt zu eurem Arzt schicken und das ist schon ziemlich cool und das ist auch das, was es ausmacht. Das heißt, hier haben wir einen Aufschluss zur Apple Watch, die das ja schon ein bisschen länger kann. Bei Garmin ist die Zulassung in den USA da, da könnt ihr es nutzen, deswegen gibt es halt hier nicht. Ihr habt die Chance halt hier sozusagen über das, wie ich euch das beschrieben habe, das einfach zu nutzen. Und bei der Polar Vantage V3 ist es halt auch mit dabei. In Summe ist es so, wenn ihr eine richtige Auswertung braucht, müsst ihr das Ding zu eurem Arzt schicken oder an euren Freund, der richtig Ahnung davon hat. Das ist das Wichtige, was ich euch mitgeben muss. Ansonsten freue ich mich natürlich immer, wenn ihr in unseren Laden kommt, unten in der Videobeschreibung habt ihr auch ein paar Angebote zu irgendwelchen Uhren etc. pp. Ja, schreibt mir doch in die Kommentare, wenn ihr noch ein bisschen mehr über sowas wissen wollt, damit ich ein bisschen spezifischer auf eingehen kann. Ich finde, das Video ist nicht wirklich spannend geworden, wie ich das so gemacht habe. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich mache das ja nur einmal, versucht, wie das zu machen. Ich müsste alles wieder runterschmeißen etc. Da hat mir so ein bisschen die Lust gefehlt, weil ich gehe davon aus, dass dieses Jahr, also 2024, sowieso das dann kommt auf die Uhren. So könnt ihr schon ein bisschen eher damit rumspielen. Vielleicht auch Tiernitz, da ist es halt auch dann für euch gleich der Wink mit dem Zaunfall. Ja, jetzt kaufe ich mir ja doch eine Pro, weil dann habe ich das EKG, dann kann ich es auch nutzen. Ich habe Probleme etc. Ich habe einige Sportkunden, die gerade im Profisektorbereich da sind, die haben sich deswegen bei mir die Vantage V3 bestellt, weil sie einfach dann sozusagen ihrem Sportarzt nebenbei das alles mitmachen konnten und mit begleiten konnten. Von daher, die Ärzte, bei den Ärzten kommt es an, die wissen, dass die Uhren mittlerweile sowas können und sie werden das immer weiter nachfragen. So, das war es, euer Marcel von laufbursche.de Sport. Und ansonsten könnt ihr natürlich gerne bei uns mal wieder in den Laden kommen. Da freue ich mich natürlich immer sehr. Bitte mal vorher anmelden, weil ich bin ja auch nicht immer da.